Moin Moin aus der Footballerei. Die NFL-Playoffs stehen an, Road to Super Bowl. Und deswegen haben wir hier für euch auch eine neue Rubrik, weil uns interessieren nicht nur Taktiken und Ergebnisse und Spielzüge, sondern uns interessieren vor allem auch die Menschen, die da im Mittelpunkt und auf dem Rasen stehen. Deswegen gibt es ab sofort NFL Boulevard Spezial während der Playoffs. Wir werden über Geld reden, wir werden über Spielerfrauen reden und wir werden über Teambesitzer reden und noch viel mehr Spannendes. Und das mache ich nicht für mich allein, das mache ich vor allem für dich, Carsten, und mit dir. Achso, schön, dass du dabei bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Wenn wir natürlich über Boulevard reden, bist du natürlich der ausgewiesene Experte. Und wir haben uns überlegt, mit was fangen wir an? Wir haben natürlich, klar, wir haben gesagt, wir reden auch noch über Spielerfrauen, wir reden über Owner. Und bei Ownern reden wir natürlich über Geld. Und dementsprechend haben wir gedacht, fangen wir mit der Wurzel allen Übels an, nämlich das berühmte Geld. Und da ist ja eine ganze Menge im Spiel, denn man hört es immer wieder, es gibt Topverdiener und dann gibt es natürlich die, ja, die zum Beispiel im Practice Squad für wenig Geld arbeiten müssen und trotzdem dieselben. Verhältnismäßig wenig Geld, muss man sagen. Verhältnismäßig wenig Geld, aber im Verhältnis ist es halt ein kleines Verhältnis. Also absolut. Es steht fast in keinem Verhältnis. Denn wenn wir, fangen wir einfach mal an, deswegen habe ich mir auch schon das passende T-Shirt rausgesucht, fangen wir mal mit dem Topverdiener an. Wir beide waren in Mathe nicht gut. Jeder, der die 100. Sendung gesehen hat, weiß, du hast im Mathe-Leistungskurs sage und schreibe 3 Punkte gehabt. Deswegen haben wir es mit dem Taschenrechner 3-mal gegengerechnet. Matthew Stafford verdient 25, irgendwas Millionen pro Jahr. Bedeutet irgendwas mit 70.000 pro Tag. Das ist schon, das finde ich, ist schon hart. Also für seine ganzen Mitspieler ist das hart. Ja, absolut. Vor allem darf man ja auch nicht vergessen, das sind 70.000 am Tag. Die Saison läuft aber ja auch nur von September bis maximal Anfang Februar. Natürlich bereitet er sich mit seinen Teamkollegen ab August auch schon in der Preseason ordentlich vor, aber da ist halt auch viel Freizeit dabei. Und das ist ja eben der Punkt. Also das kennen wir alle, die berühmte Männergrippe dauert 7 Tage. Jetzt lass den mal im Frühjahr eine Grippe haben. So Playoffs, ja, also Lions, lassen wir es jetzt mal so, Super Bowl, nein. Also im Februar ist er krank, eine Woche. Ja. Der verdient gefühlt 2 Zuffenhausener Sportcoupés mit Volllederausstattung, während er sich die Nase schneuzt, eine Woche lang. Das finde ich schon ganz schön hart. Vor allem ist es ja wirklich ein Ding, 27 Millionen sind es bei ihm. Dann haben wir Derek Carr mit 25 Millionen. Also beides jetzt nicht unbedingt diejenigen, wo ich sage, das war jetzt das beste Jahr, was sie abgeliefert haben. Und dafür ist das eine ganze Menge Geld. Denn der dritte im Bunde, über den wir beide vorhin kurz philosophiert haben, Andrew Luck, gar nicht teilgenommen, also noch nicht mal teilgenommen im Zeugnis. Wissen wir alle, spätestens durch die Geschichten von Björn Werner, ist irgendwo in Europa unterwegs und lässt sich die Schulter reparieren. Und das Ganze für 24,594 Millionen. Und das ist für den Jungen halt das große Glück. Sein Gehalt ist garantiert. Ja. Das heißt, egal ob er spielt oder nicht, ob er verletzt ist oder nicht, der bekommt seine Kohle. Das gilt für den Großteil, muss man ja aber auch mal sagen, in der NFL aber nicht. Da heißt es dann immer, Spieler XY hat seinen Vertrag verlängert und bekommt dafür Summe X. Garantiert ist aber oft nur ein Bruchteil davon, meistens die Hälfte. Also wenn sich ein Spieler verletzt oder der kann ja auch jederzeit rausgeschmissen werden, dann geht er leer aus. Das ist eben genau der Punkt. Da kommt diese berühmte Salary Cap zum Tragen. Also alles, was die NFL einnimmt, kommt in den Pott und wird das geteilt durch alle Teams. Und so ist die Summe dann zustande gekommen, die das Team zur Verfügung hat. Und natürlich versuchst du, allen Spielern das Gehalt aus diesem Pott zu zahlen, aber du versuchst natürlich auch mit gewissen Dingen das zu umschiffen. Das heißt, ich sage jetzt zu dir, Kutsche, du kommst morgen zu mir, dafür kriegst du 5 Euro. Mhm. Das muss ich dann in der Salary Cap abführen. Wenn ich aber sage, du kommst zu mir morgen und weil ich das so toll finde, kriegst du heute schon 2,50 Euro, wenn du mir jetzt unterschreibst, dass du morgen kommst, dann nimmst du es aus der Salary Cap wieder raus. Also Signing-Bonusse sind da raus, also Boni sind da raus, aber dann irgendwie teilweise auch wieder drin. Das ist ein extrem schwieriges System und da entsteht wie so ein kaukasischer Kreidekreis. Natürlich haben wir am Anfang gehabt, dass sie alle niederknien und sagen, so, wir möchten protestieren. Dann hat die NFL gesagt, möchten wir nicht. Dann haben die Spieler immer noch gesagt, nee. Und dann kam allerdings das Meeting mit der Players, also der Gewerkschaft der Spieler. Und jeder Werbespot geht ja mit in diese Salary Cap Einnahmensumme rein. So, fällt die Hymne weg. Nach der Hymne kam immer ein langer Spot oder sogar 2.
die sind raus. Diese Summe fällt also aus der Gesamtsumme raus. Das hat man kurz mal dieser Owners Association erklärt und plötzlich gab es auch keine Proteste mehr, weil dann natürlich weniger Geld verteilt wird. Das ist ein riesengroßes und hartes Money Geschäft. Money makes the world around. Definitiv. Und ich finde es aber trotzdem so paradox, dass manche Agenten von Spielern einfach besser sind als andere. Also Joe Flacco. Wir sagen nochmal ganz klar, Joe Flacco, 22.133.000, wichtig, $333 garantiert. Ja. Joe Flacco. Super Bowl Bonus. Ja, aber das ist sehr lange, sehr viel Bonus. Aber hier, nimm dir ihn, Clipboard Jesus. Ja. Charlie Whitehorst war eigentlich in seiner gesamten, wirklich fast jahrzehntelangen NFL-Karriere nie so richtig Starter, sondern Clipboard. Er hat halt immer nur irgendwie so ein Ding mit Zetteln gehalten für seine Quarterback-Kollegen. Auch der ist mehrfacher Multimillionär, ist jetzt doppelt gemoppelt, aber er ist mehrfacher Multimillionär. Sagen wir es mal so, er kann seine langen Haare entspannt auf die Couch zurücklegen, die Füße hochlegen und sagen Feierabend. Er hat auf jeden Fall die Mittel dafür, dass er sich jeden Tag die Haare waschen kann. Das, weil er kann sich Shampoo kaufen. Das ist und das, ist, das gilt ja eigentlich für alle, die wir jetzt in den Playoffs sehen. Also da sind halt Topstars dabei, die sind Millionäre, die sind teilweise noch sehr jung, sie sind teilweise nicht die intelligentesten, kommen nicht aus den besten Verhältnissen und das ist halt oft in dieser Liga ein Problem, dass du Jungs hast, die ihr Leben lang nur Sport gemacht haben und plötzlich so viel Kohle haben. Und dann kann es halt auch schnell mal bergab gehen, weil wofür geben sie es aus? Für dicke Autos, für Goldketten, für Schmuck generell, für dicke Häuser und, das ist das größte Problem, für all ihre vermeintlichen Freunde. Plötzlich tauchen ja ganz viele Leute auf, hey, ich fand dich schon immer super und du, ich habe echt ein bisschen Geldprobleme, kannst du mir nicht ein bisschen was geben? Und dann sind so eine Million, wenn du so einen kostspieligen Lebensstandard hast, auch irgendwann mal schneller weg, als du gucken kannst. Und vor allem, das ist ja meistens das, was du gerade gesagt hast, was Rookies passiert. Trent Richardson zum Beispiel kam damals in die Liga, großartiges Talent. Der hat irgendwann mal ein Interview gegeben, dass er, ich glaube, 17 oder 18, ich will darauf jetzt nicht auf die Zahl festgelegt, aber es war mehr als 15, Amazon-Accounts hatte, Netflix-Accounts genauso viele. Also jeder hat den Lebensstil gelebt, den er noch nicht mal gelebt hat, aber auf seine Kosten. Also selbst der dritte Cousin des achten Grades, der nur mal irgendwie an einem Haus vorbeigegangen ist, seines Urgroßvaters, gehörte plötzlich zur Familie und alle haben auf seine Kosten gelebt. Und wenn du allerdings mal siehst, was du als Rookie wirklich verdienst, und das muss man jetzt an Kareem Hunt, der nun wirklich ein Leistungsträger ist bei den Kansas City Chiefs, der hat tatsächlich, und da gucken wir mal genau hin, der ist jetzt 22 im Jahr 2017 und kriegt eine Base Salary, also das, was du gesagt hast, garantierte 465.000. Klingt jetzt gewaltig viel. Wir ziehen die Steuern ab, wir ziehen den Agenten ab und wir ziehen, wenn er schlau ist, noch eine Versicherung ab. Mhm. Da bleibt nicht so viel übrig für 6 Lamborghinis und 4 Häuser. Also dafür, dass er so dermaßen im Rampenlicht steht und so dermaßen Druck hat, Leistung zu bringen, ist es nicht viel im Vergleich zu 99,9% der Menschen. Also im Gegensatz ist das, zu mir ist das viel stimmt, Geld. Außer keine Frage. Aber ihm ist das ja auch nicht alles zugeflogen. Er musste sich durch die Highschool kämpfen, durchs College kämpfen, er musste sich durch die Combine kämpfen und so weiter. Also der hat dafür auch schon natürlich eine Menge investiert. Ja, aber guckst dir einfach mal das Gefälle an. Wenn du jetzt natürlich siehst, gucken wir mal nach Pittsburgh. Gucken wir mal auf die Pittsburgh Steelers. Klar, da, du hast als erstes denkst du an Bell, du denkst an Brown, du denkst an Big Ben. Das sind alles schon zweistellige Millionenbeträge. Das sind alles Jungs hier, bling, bling. Ich komme zum Trainingslager mit einem alten Rolls-Royce und einem Chauffeur. Oder in der Kutsche. Oder in der Kutsche. Ja. Mach alles so. Aber jetzt gucken wir mal auf deinen persönlichen Lieblingsspieler, Juju Smith-Schuster. Mhm. 4,195 für 4 Jahre, wovon ich allerdings 1,191 abziehe als Signing-Bonus. Jetzt mach bitte nicht diesen Gag, was macht das in Schilling? Der ist durch, den gibt es nicht mehr, die Sendung. Ich weiß, für dich gibt es auch noch Notruf Hans Meiser. Das war damals eine andere Zeit. Wenn man das jetzt abzieht, bleiben rein theoretisch 3, irgendwas übrig. Das verteile ich auf 4 Jahre und wenn ich dann die Garantiesumme abziehe, ist das fast dasselbe wie bei Kareem Hunt. Das ist schon ganz schön hart, wenn du dann plötzlich Leistung bringst, Leistung wirklich abrufst und gegebenenfalls, und da sehen wir auch wieder Pittsburgh, wir denken an Shazier, ein Hit und es ist vorbei. Da muss man halt wirklich
ganz, ganz gewaltig mit dem Geld haushalten. Und das, was du gesagt hast, ist einfach Wahnsinn. Wenn du nur mal eingibst, Häuser von NFL-Spielern, da kriegst du ja, da fragst du dich einfach immer. Naja, aber es gehört da drüben ja auch irgendwie zum guten Ton. Also ich habe das irgendwie schon mal in einer Footballerei-Sendung erzählt, als Dirk Nowitzki damals rüberkam zu den Mavericks. Ja. Ist er ja irgendwie in so einem ganz alten Auto, ich glaube, es war ein Toyota oder irgendein japanisches Fabrikat vorgefahren und wurde dafür ausgelacht von seinen Teamkollegen und wurde zur Seite genommen und gesagt, ey, du bist hier in der NBA, hier gehört es dazu, ein Statussymbol zu haben, kauf dir mal ein ordentliches Auto. Und das hat er dann sofort gemacht und hat sich irgendein Mercedes-SUV gekauft. Also drüben ist das ja auch alles gläsern. Wenn hier in der Bundesliga ein Spieler seinen Vertrag verlängert, heißt es ja ganz oft, über die Vertragsmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Da kannst du es, wir können jetzt im Netz gucken, welcher Spieler wie viel Geld in welchem Jahr verdient. Das ist da ja alles ein bisschen gläsern. Und du musst halt auch zeigen, wenn du ein erfolgreicher Sportler bist, dass es dir gut geht. Das Problem ist halt immer dieses Umfeld. So wie du es sagtest. Junge, schließ eine Krankenversicherung ab, falls du einen harten Hit machst. Oder achte darauf. Das passiert da, glaube ich, viel zu selten. Diese echt jungen Kerle werden viel zu wenig auf das Leben, was sie plötzlich führen müssen und führen können, vorbereitet. Und es gibt eine wunderbare Serie, die würde ich euch, oder Sendung vielmehr, die würde ich euch mal empfehlen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Broke auf ESPN. Ja. Da ist halt auch super dokumentiert, was für Negativbeispiele es gibt von NFL-Spielern oder Sport, US-Sportlern generell, was plötzlich passieren kann, wenn man so viel Geld hat und damit nicht umgehen kann. Weil, und das kommt ja auch noch dazu, Alimente ist ja auch ein ganz großes Problem. Travis Henry zum Beispiel, Running Back, hat 9 Kinder von 9 Frauen und er zahlt im Monat 6-stellig nur für seine 9 Kinder. Und das musst du als Running Back erstmal zusammenlaufen. Ich gebe dir völlig recht, das ist halt natürlich, im amerikanischen System ist es Wahnsinn, da gibt es diese ganzen Tabellenrechnungen nicht, sondern da wird halt geguckt, wie viel du verdienst. Und da sind wir wieder bei dem Problem, was du gerade gesagt hast. Man kann natürlich komplett sehen, was er verdient. Ja. Das können wir jetzt hier mit diesem Laptop, können wir das sehen. Ich finde, der Film Jerry Maguire, mit Tom Cruise als Sportagent, der einen anderen Weg einschlägt und mehr menschlich mit den Agenten, mit seinen Klienten umgehen will, der bringt es auch sehr auf den Punkt. Also auch das ganze System, wie schon bei der Draft, die Leute mehr oder minder wie eine Zitrone ausgequetscht werden, das ist relativ hart. Und natürlich gehört es zum amerikanischen Lifestyle dazu. Da gönnst du das dem anderen auch. Bei uns ist es natürlich klar, jeder Fußballer, wir sitzen in einer Volksbank-Arena, wenn wir zum HSV-Spielerparkplatz gehen, da steht ein Bentley, da steht dies, da steht das, die Jungs sind gerade 18, da ist es beim Football natürlich nicht anders. Da gönnt man es ihnen, hier sagen wir, oh, muss das sein? Ich würde auch da sagen, 18-Jähriger muss nicht als erstes Auto 720 PS haben und keinen Kofferraum. Aber da wird es halt gefordert. Und so wie du sagst, hier ist es so, jemand verschreibt seinen ersten Profivertrag und das Erste, was er macht, ist sich irgendwie ein geiles Cabrio kaufen und wird dafür halt kritisiert. Ja. Und drüben muss er es gefühlt machen. Deswegen finde ich aber so Ausnahmespieler wie zum Beispiel Juju Smith-Schuster mit seinem Fahrrad, der sagt so, also, und der dann postet, wie er in seinem komischen Prius fährt, finde ich großartig. Ja. Weil es gibt natürlich auch die Gegenbeispiele. Wenn du dir dann anguckst, klar, ich gönne jedem Menschen alles. Das steht völlig außer Frage. Aber ich bin immer so ein Freund von muss das wirklich sein? Also DeMarcus Ware, großartiger Spieler damals von den Dallas Cowboys. Sein Zuhause hat, Achtung, 7 Kamine. Erklär mir, warum ich 7 Kamine brauche. Also klar, der wird das Holz nicht selber schleppen. Ja. Aber im Endeffekt, da rennst du ja nur mit einem Big-Feuerzeug durch die Gegend und versuchst, alles irgendwie zum Laufen zu kriegen. Das sind Sachen, da sage ich mir, braucht kein Mensch. Also klar hat der viel, viel Geld verdient. Aber das ist halt ein Grund dafür, die Zahl habe ich bei der Recherche gefunden. 78% aller NFL-Stars sind 2 Jahre nach ihrer Karriere bankrott. Weil sie halt ihr Geld verfeuern, statt irgendwie sinnvoll anzulegen. In der NBA sind 60%. Ja. Aber selbst so riesen Stars wie Terrell Owens, Mark Brunell, der lange gestartet ist, Warren Sapp, das sind ja alles so Namen, die potenzielle Hall of Famer sind oder Hall of Famer sind, alle bankrott. Haben alle riesige Geldprobleme. Es ist absolut paradox und das ist aber genau das, was du sagst. Man muss wirklich da Realist sein. Wenn man Richard Sherman nimmt, ich weiß, die Summe klingt jetzt gewaltig hoch. Der hat ein ganz schönes, aber normales Haus für 2,3 Millionen.
und hat sich laut eigener Aussage da auch mal was gegönnt. Also ein Basketballplatz im Garten, der muss natürlich nicht sein, aber hat er. So, 2,3 Millionen. Und wenn du dann überlegst, Tom Brady, es sei ihm gegönnt. Aber nochmal, du hast das ja als Boulevardmann, kann ich dich das ja fragen. Zwei Kinder plus ein Stiefkind, ne? Bei Brady, ja. Ja, drei. Plus Giselle Bündchen, sind 5-Personen-Haushalt, richtig? Mhm. Dieses Anwesen hat, glaube ich, mehr Zimmer als ein NFL-Team Mitarbeiter und Spieler hat. Und das hat er, das letzte Anwesen hat er verkauft für 40 Millionen an Dr. Dre. Ist ja alles gut und schön, aber wofür brauchst du das? Da sehe ich eher einen Richard Sherman als Realist, der sagt, ich brauche ein normales Haus, ich habe 2 Gästezimmer, falls mal Besuch kommt und das war's. Ja. Ja, das Anwesen der Bradys ist größer wahrscheinlich als das Front Office der Patriots, keine Frage. Da gibt es aber immerhin ja 2 Verdiener. Also sie verdient ja auch Millionen. Ja, steht außer Frage, aber trotzdem, lassen wir doch die Kirche mal im Dorf. Und du hast gerade Warren Sapp gesagt, ich habe das Haus mal von Warren Sapp rausgesucht. Das hat sage und schreibe 15.162 Fuß, also diese amerikanische Maßeinheit. Wenn man dieses Bild sieht, das könnte auch bei Narcos, du siehst nur Dächer, verwinkelt, Zimmer, Balkone. Wofür? Also das ist ein großer, kräftiger Typ, der wahrscheinlich schon außer Atem ist, wenn er die Treppe hochgeht. Das wird er sich jetzt auch fragen, weil jetzt kann er ja sein Haus nicht mehr bewirtschaften. Er hat ja große Geldprobleme. Man muss aber auch faires halber sagen, dass einige Stars auch sehr viel Gutes mit ihrem Geld anfangen. Definitiv. Das also steht außer Frage. Ein Peyton Manning, ein Eli Manning, ein Russell Wilson, ein J.J. Watt haben Stiftungen. Die meisten unterstützen Kinder, nämlich sozial benachteiligte Kinder, und machen halt mit ihren Millionen auch was Gutes. Zum Beispiel Chris Long, der Sohn von Legende Howie Long, den man kennt, wenn man NFL-Übertragungen guckt, der sitzt da als Kommentator. Ein Typ, wo du eigentlich vom Visuellen hingucken sagst, Moment mal, tätowierte Arme, guckt immer böse. Mal gucken, was das für einer ist. Der hat ja sein ganzes Gehalt dieser Saison, also alles das, was er bekommen hat, direkt weitergegeben an seine eigenen Stiftungen und hat in der Community das Geld selber verteilt, wo er gesagt hat, ich spiele jetzt hier, ich möchte, dass es hier allen gut geht. Und das finde ich, das sind Sachen, klar, Deshaun Watson als Rookie, und das sind halt genau diese positiven Beispiele. Der hat, das müssen wir kurz erklären, der hat seinen ersten Spielcheck, den er bekommen hat, den Mitarbeitern in der Texans-Cafeteria gespendet. Hat ihn also durch 4 teilen lassen, also 4 einzelne Schecks sich ausstellen lassen vom Front Office und ist runtergegangen in die Kantine. Hintergrund war, klar wissen wir alle, das Hochwasser in Houston, und diese Mitarbeiterinnen hatten massive Schäden. Zum Beispiel einer hat ihr Haus fast komplett verloren, das muss man halt alles wieder renovieren. Und er ist hingegangen und hat gesagt, so, das ist für euch. Ja. Finde ich großartig. Und ja, absolut. Ich glaube wirklich, es ist eine Sache, wie du aufwächst, das hast du ganz richtig gesagt, aber auch wie du dich im College, klar, wir haben eben über Richard Sherman und dieses normale, in Anführungsstrichen, Haus, genauso Patrick Peterson auch, kostet nur 1,3 Millionen, ist ungefähr auch dieselbe Größe wie Richard Sherman, der sagt halt auch ganz klipp und klar, ich brauche ja nicht mehr, ich brauche keinen Palast. Und das sind natürlich aber Jungs, da siehst du auch bei jedem Interview, das sind die, die halt auch gerne was in die Community zurückgeben. Ich glaube, wenn du da immer auf dicke Hose machst, das geht irgendwann nach hinten los. Absolut, absolut. Und das sollten wir wollen es ja nicht ausarten lassen, obwohl man darüber, glaube ich, einen halben Tag mindestens sprechen könnte. Das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Jetzt stehen die Playoffs vor der Tür. Du sagst es, viele verdienen sehr, sehr, sehr viel Geld, sehr viel Millionen. Aber, und das finde ich irgendwie suspekt, in den Playoffs verdienen die Spieler gar nicht so viel Geld. Also viele haben in ihren Verträgen jetzt nicht drinstehen, so wie es zum Beispiel bei uns im Sport üblich ist. Wenn du ins Viertelfinale kommst, ins Finale oder den Titel holst, gibt es nochmal Sonderprämien. Das gibt es dort gar nicht. Hey, es gibt ein reverses System. Also du hast fürs ganze Jahr, weil du natürlich davon ausgehst, Moment mal, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, ich werde von den Cleveland Browns gedraftet, ich komme in die Playoffs. Also willst du natürlich primär das große Stück vom Kuchen während der Saison haben. Es gibt natürlich Bonuszahlungen für Halbfinale und Super Bowl. Das davor ist relativ Peanuts. Das machen die Owner natürlich auch ganz schlau, weil die mathematische Wahrscheinlichkeit ist natürlich relativ gering. Wenn du natürlich einen Super Bowl gewinnst, ist es auch viel, aber es ist paradoxerweise nicht so viel, wie man denkt. Und das finde ich halt irgendwie. Es ist immer noch viel Geld, aber es ist niedrig sechsstellig. Ja. Wenn du lange durch die Playoffs kommst, verdienst du noch extra Geld, aber niedrig sechsstellig. Und jetzt überlegen wir mal, und das bringt uns dann zu der nächsten Rubrik, die wir irgendwann die Tage machen werden. Die Owner sind ja diejenigen, die an den Playoffs
und natürlich auch am Super Bowl gewaltig verdienen. Genauso wie die Liga. Und das kommt dann wieder in die Salary Cap. Also es ist wie dieser berühmte, die Katze, die sich selber fangen will. Es ist einfach Wahnsinn. Und ich finde es einfach schön, wenn du, und da sind wir wieder bei deinem Fachgebiet, bei Boulevardthemen, wenn du siehst zum Beispiel, dass einfach mal zwei O-Line-Spieler der Miami Dolphins sich zusammentun und von ihrem eigenen Geld für eine Schule Fahrräder kaufen für die Kinder mit Stützrädern. Von ihrem eigenen Geld und nicht irgendwo bei einer Firma wie, keine Ahnung, diese ganzen Kinderfahrräder, es gibt Pucki oder was auch immer, anrufen und sagen, wir brauchen, sondern selber ins Geschäft gehen und die kaufen. Natürlich haben die auch einen guten Rabatt gekriegt, das ist mir schon klar. Aber das sind so die Momente, wo ich sage, da siehst du, der wird auch garantiert im Leben glücklich sein und der wird garantiert nicht zu diesen berühmten hohen Prozentzahlen gehören, die pleite sind, sondern der macht das ordentlich, der wohnt in seinem, genau wie Case Keenum, die wohnen normal, der spart das und das finde ich dann einfach auch wieder sympathisch. Carsten hat es gesagt, nächste Woche im Laufe der Playoffs ist es ja dann schon, wollen wir über die Teambesitzer sprechen. Wenn ihr sowohl negativ als auch positiv Beispiele habt, was NFL-Stars denn mit ihrem Millionengehalt machen, dann schreibt das gerne hier unten in die Kommentare rein. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Da unten wird garantiert jetzt viel Cem stehen. Prost. Viel Cem stehen, denn der ist so, klar, bringt Leistung, verdient es auch, aber das ist so einer, wo ich sage, was der an Klamotten ausgibt, da sollte er einfach mal ein bisschen sparsamer sein als immer. Prost. Tschüss.